1, Risiko. Das machst du jedes Mal. Das ist nicht mal lustig. Du bist die Einzige, die das lustig findet. Ich hab das immer sofort im Kopf. Und du darfst einfach nicht mal runterzählen. Du musst hochzählen. Nee, man zählt runter. Ah. So, wir sind wieder da. Ich habe Rika bewusst gemutet. Und ich musste lachen, von daher war es egal. Ja. Heute wird's bärtig, heute wird's lustig. Wir spielen, wie ihr über unseren Köpfen schon seht, God of War, beziehungsweise wir, nee, Rika. Zocken es an. Ich sag nicht, dass wir das durchspielen. Wenn es dir gefällt, was denn? Wenn es dir gefällt, kann man es auch weiterspielen. Also wär's erste, ist das nicht auch wieder so ein 60-Stunden-Ding? Nee. Nee, 100. Nein. Nee? Das ist ein kurzes Storyspiel. Echt jetzt? Ja. Ich dachte, das ist so ein Monstrum. Nein. Das ist ein ganz normales Storygame. Das kannst du in 20 so Stunden 20 maximal Stunden durchspielen, was? Ja. Ernsthaft? Ja, das ist kleiner als Last of Us 2. Ich dachte, das ist so ein Brüller. So, das ist Rika, der Brüller. Ich bin Jens, der versucht ruhig zu bleiben. Das passt sogar. Wer hat eigentlich das Intro erstellt? Das habe ich mir rausgesucht, also beziehungsweise eine Vorlage gefunden und dann nur noch unser Logo und allem dementsprechend angepasst. Ich will es aber irgendwann noch mal ein bisschen optimieren. Ich kann nicht weiter zeigen. Ich wollte so einen Pfeil darstellen, aber ich krieg das optisch mit, wenn ich da sehe dein und Kopf, alles ist dein, verkehrt. Dein und dann weißt du, was du eigentlich nur kann machen ich das musst? Nicht mehr. Guck mich doch an und zeig doch einfach nur so, dann passt das immer. Aber da ist doch kein Pfeil. Ich wollte, siehst du, so. Ach, das geht doch schon wieder nicht. Das ist einfach nur wie ein betrunkener Mensch, die beiden. Guck. Selbst das geht nicht. Oh Gott. Okay, Hand-Augen-Koordination. God of War, 18 Stunden. Dankeschön. Ja, dann sage ich nichts. Dann könnte das sogar sein. Dann kommt es auf jeden Fall in die nähere. Die nähere Auswahl. In die nähere Auswahl. Genau. Ach so, nein, Moment. Das sind mindestens 100 Stunden. Ja, dachte ich was auch. Was musst du schnickschnack schnicken? Ja, ob ich auf leicht machen darf. Okay. Ein Versuch ohne Brunnen. Willst du Best of Three machen? Ich sag nicht, es gibt gar keinen leichten Modus. Weiter gucke ich weiß ich gerade gar nach. Nicht. Jetzt mache ich das nachher, verliere und dabei gibt es das gar nicht. Doch, gibt es. Story, ausgeglichenes Erlebnis, Herausforderung, God of War. Ich wäre für ausgeglichenes Erlebnis. Weißt du, meine Frusttoleranz ist sehr gering. Das ist mir egal. Du wolltest. Ein Versuch ohne Brunnen. Schnick, Schnack, Schnuck. Ja. Na, komm. Schnick, Schnack, Schnuck. Ja, 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 er hat es nicht durchschaut. Ja, ja. Doch, natürlich, ich wollte. Ja, Sieg. Wobei, bei dir funktioniert der gute alte genau, Steinbeck nicht. Oh, ist das gut. Nein, du hast mir nämlich irgendwann gedacht, zweimal das gleiche. Nee, du dachtest nämlich jetzt, ich nehme Stein, wegen dass du Schere nimmst und ich habe dann genau das Gegenteil genommen. Nee, ich habe gedacht, ja, rein theoretisch, ich habe wirklich gedacht, dass du weißt, dass ich Stein nehmen würde. Genau. Weil der gute alte Stein. Genau. Aber das kennst du nicht, weil. Was? Simpsons. Ach so. Kannst aber auch alle Trophäen freischalten für 50 Stunden. Gut, das machen wir dann nicht. Nein. So, dann machen wir jetzt das Baby God of War. Hast du jetzt gerade Story eingestellt oder ausgeglichen? Ich hätte nichts sagen sollen. So. Das weiß ich jetzt nicht. Es war Story nicht. Psst, die Geschichte beginnt. Da muss ich nochmal neu anfangen. Ich glaube, ich habe aus Versehen das falsch angeklickt. Jetzt. Ich hab gewonnen. Ich darf das. Fang doch jetzt erstmal an. Mach ich auch. Ein Spiel. Ich stelle nichts nachher vielleicht um. Müssen wir mal gucken.
Ach so, nochmal, Verzeihung. Es war mir jetzt nicht so bewusst. Wir sind grundlegend angepisst. Naja, er ist angepisst. Also mit wir meine ich jetzt. Wie heißt der eigentlich? Kratos. Kratos. Also Kratos und ich sind gerade an. Passt doch zu dir. Danke. Jetzt wurde gefragt, warum. Jetzt würde ich das abmindern. Jetzt guck das erstmal. Steig jetzt in das Boot. So, ist das eigentlich der Kratos? Mhm. Es gibt in der griechischen Mythologie jemanden namens Kratos. Ist das der? Der Sokratos. Ja, den gab's auch. So, du darfst dich bewegen. Dankeschön. Warum beantwortet der Chat mir jetzt die Frage? Ja, das ist der. Wie bewegt... Ach Gott, hast du jetzt wirklich nach dem Analogstick gesucht fürs Laufen? Das ist das erste Spiel auf diesem Channel, was wir spielen. Soll ich ihn noch... Oh. Soll ich zurück? Ja, wie viel Teil ist das? Vierte? Bauen die oder der fünfte? Bauen die aufeinander auf? Ja, aber bei dem ist es nicht ganz so notwendig, dass du die komplette Vorgeschichte das kennst. Aus. Okay. Alle Charaktere sind halt aus der richtigen aus einer richtigen Mythologie. Okay. Darf ich den Fragen zu dem Jungen stellen oder ist es jetzt noch gerade nicht angemessen? Der Junge ist in dem Spiel neu. Deswegen würde ich hoffen, dass der Chat uns nicht verrät. Ich weiß ungefähr, was es mit dem Jungen auf sich hat. Daher würde ich aber trotzdem bitten, dass ihr uns das nicht verratet. Nein, das ist schon wieder kompliziert. R5, du musst den Karl mal umbannen. Und schreibt er nicht hat sich mehr. Was verändert? Bitte was? Der Wald fühlt sich jetzt anders an. Alles ist anders. Ich weiß, es ist... Denk nicht weiter drüber nach. Ja, nimmt einfach die Hände vor die Augen und wartet, bis es vorbei ist. Ich krieg das schon noch raus. Ich glaube, Leo Amig ist der Junge und Tobias Breckenau ist der Kratos-Sprecher. Also, ich muss sagen, man merkt, aber dank des neuen Players, was ich... Also, ich habe einen Gegenstoß. Ja? Weißt du, was ich meine? Nein. Nee, ich weiß jetzt gerade nicht, was du meinst. Ich merke, dass wenn das Paddel aufkommt. Also auf Grund. Du liest jetzt gerade ein bisschen mit, ne? Ich kann das jetzt nicht. Ja, ja. Das ist aber eine Deutsche. Das sind ja auch die deutschen Sprecher. Ach so. Ich will auch so einen Baumstumpf so tragen können. Und dann müsstest du Kriegsgott sein. Möchte ich ja. Die Wut dafür habe ich. Stimmt, und die Verrücktheit eines griechischen Gottes auch. Der Wahnsinn ist stark in mir. Wenn, dann musst du das richtig machen, warte. Das war Yoda. Der Wahnsinn ist stark in dir, junger Padawan. Corona.
Entschuldigung, aber was macht mal keinen Spaß. Das war auch mir erstmal husten. Das war der letzte. Hatte Kratos einen Sohn, überlege ich jetzt gerade. Das sind rhetorische Fragen. Ich weiß es eigentlich, aber ich habe es verdrängt. Ja, er hatte Kinder. Die wurden aber getötet. Von ihm selbst. Nee, das waren doch die Titanen. Nein. Du verwechselst ihn, glaube ich, gerade mit Kronos. Das kann jetzt sein, ja. Ach, die Mama. Dort sehe ich meine Mutter. Dort sehe ich meinen Vater. Schon rufen sie nach mir. 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 Sie ist bereit. Finde nach Hause. Du bist frei. Wie furchtbar. Tut mir leid. Das hilft. Das Messer gehörte ihr. Jetzt ist es deins. Kannst du jagen? Ein bisschen. Sag's mir. Jetzt? Jetzt. Kann er dich in Ruhe beerdigen? Das ist halt die Zeit von denen so. Ja, ich weiß. Eine Ablenkung hilft, bla bla bla. Aber ich brauche doch eine Minute, um zu trauern. Mach ihn nicht, Messer. Wo lang? Dahin, wo die Hirsche sind. Muss ich das kennen? Na dann, hier. Nein, muss ich den Ausdruck. Also. Nein. Sag mal. Und ja. Hältst du dich privat mit Erik oder was? Ja, wir lästern über dich, weil es geht gerade im Chat nicht. Vater, warum tun wir das jetzt? Ich muss wissen, ob du die Reise überleben kannst. Brechen wir zum Berg auf? Hängt ganz von dir ab. Jage. Was hast du gefunden? Spuren.
Aber nicht von einem Hirsch. Ich suche weiter. Moment, ich muss kurz was klären. Was machst du? Ich warte, ich soll danach gucken, hat das Spiel mir gerade gedacht. Ich wollte dich jetzt fragen, ob ich da jetzt was umstellen soll. Sorry, warte. Geht ganz schnell. Danach ist auch gut. So. Unprofessionell, ich weiß. So, was willst du denn nachgucken? Nein, der hat gesagt, die Kamera. Auf Ton und Kamera und dann... Ja, das wirst du gleich im Spiel sehen. Ich würde es grundlegend jetzt erstmal so lassen, okay, wie es ist. Gut. Demon's Souls wäre spannender. Ich sag's ja nur. Ja, natürlich. Kann man jetzt da gucken, welchen du kannst bei Gameplay mal gucken. Jetzt hatte? Gameplay? Schwierigkeitsgrad. Ja, sorry. Wunderbar. Also. Und heute zeigt euch Rika 10 Minuten Menüs in God of War. Ja. Bestätigen. So, und jetzt zurück und loslegen. Was? Das hat sich wieder umgestellt. Hast du das gesehen? Mach. Oh. Beim Ende von der Schwierigkeit hat er den letzten Treuepunkt. Ja, bestätigen. Wahrscheinlich fangen wir jetzt wieder von vorne an. Nee. Ich fange einfach nur da an. Alles ist gut. Genau, war gerade ein Kontrollpunkt. Oh. Juhu. Alles ist gut, meine Damen und Herren. Was hast du gefunden? Überbart das hier nur so lang auf. Aber nicht von einem Hirsch. Ich suche weiter. Genau, da stand das nämlich Kamera. Sehen Sie sich mit R um, genau, drücken Sie die Kamera ein. Ja, das hatte ich gerade gemacht. Ordnungsgemäß. Da. Da ist was. Oh. Loren wiedergefunden. Oh, ich weiß, ihr seht es nur in 30 Frames. Bei uns sieht es echt flüssig in der Animation aus. Also schöne, saubere 60 Frames. Schatz, ich kann den Jungen nicht hören, wenn du redest. Ach, wie herrlich. Hier lang, Junge. Oh. Halt, Hirschspuren, frisch. Hier lang. Sollte ich hier... Machen wir. Ja. Gefunden. Langsam, Junge. Tut mir leid. Du willst Hirsche jagen, nicht verjagen. Ja, Vater. Nun guck mal da. Ich mag die Stimme, die Deutsche von ihm. Auch wenn, ich glaube, im Englischen ist das wesentlich... Okay, so kann man Thron auch öffnen. Wesentlich besser. Ah, ich bin ja jemand, der gerne englische Synchronisation spielt. Aber... jetzt will ich noch was gucken. Ich mag die deutsche Stimme halt wirklich. Kann ich doch vom Weg abkommen? Naja, das ist quasi ein Schlauch mit ganz vielen kleinen... Nebenecken, okay, wo man mal kurz gucken kann. Aber grundlegend ist es ein Schlauch nach vorne. Ein Schlauchsystem? Ja. Schlauch mit Bäuchen. Da war ich, ne? Das ist die Kiste, die ich jetzt hatte. Ja, genau. Ja. Oh, guck mal hier. Da ist. Da wird man wahrscheinlich nochmal hinkommen. Aber jetzt nicht. Genau. Eieiei. Er hat unsere Brücke kaputt gemacht. Wie kommen wir jetzt rüber? Geh zur Seite. L2 halten. Zielen. Mit dem Kamerastick zielt man. Und dann wirft man mit. Du kannst jetzt erstmal Dreieck, genau. Wie du jedes Mal die Knöpfe auf dem Controller noch nachprüfst. Das sieht jeder. Nein, das sieht keiner, wenn du dich darauf nicht aufmerksam machst. Mach das ganz dezent. Was machst du denn? Du hast ihn aufgescheucht. Schieß nur. Schieß nur, wenn ich es dir sage. Tut mir leid.
Das ist belanglos. Mach es besser. Finde ihn. Vaterliebe. Ja, es erinnert mich gerade an was. Das Coole ist, der Typ spricht auch Sekiro, den Hauptcharakter. Es gibt unterschiedliche Einläuten, ein schlechtes Gewissen einzureden. Okay, ich achte jetzt auf ihren Blick. Anna versteht mich. Der war gerade allein gelaufen. Nein, du bist nicht bereit. Bleib zurück. R1 ist Angriff, leichter Angriff. Ja! Entschuldigung. Der ist etwas so talentiert im Jagen wie Rika im Spiel. Hinter dir. Ja. Wie gesagt, du kannst auch R2 drücken, ne? Ja, aber es klappt mir doch bestimmt wieder Energie. Ich habe bei Dark Souls aufgepasst. Harte Schläge ziehen mehr Energie ab. Aber sollte lieber viele machen auch mehr Schaden. Ja, aber bei denen doch noch nicht. Jetzt hast du gerade die Option, es mal zu probieren. Ach, du meinst, die kommen jetzt so lange, bis... Nee, einfach, weil die Gegner hier so läppisch sind, dass du sie halt... Irgendwas stand da jetzt noch, das habe ich verpasst. Was mit mir? Ich habe nicht aufgepasst. Ach, sie spielt wieder irgendwas. Hä? Was ist los? Miss Blöd hat nicht aufgepasst, dazu zockt sie wieder nebenbei irgendwas. Na, ist gut. Anna, ich sagte, man kann, es gibt verschiedene Arten, jemanden schlechtes Gewissen zu machen. Weil er gerade seinen Jungen eingeschüchtert hat. Da fiel mir gerade was ein. So, ich gehe jetzt mal eben hier schnell gucken, ob hier noch was liegt. Eine Flagge. Der Hirsch ist hier lang. Ich sehe noch mehr Spuren. Da ist eine Truhe. Ja, also ich sehe, so weit meine ich. Oder wir folgen dir. Mein Gott, Junge, es war doch. Mach mal doch die Kiste kaputt, ob das geht. Neben dir ist eine Kiste. Neben dir, da. Danke. Ich wollte nur wissen, ob es geht, ob da irgendwas mit passiert. Also zerschlagen kann ich sehen. Ich esse. Hattest du das nicht vorhin schon mal? Nee, das war ich. Da liegt was. Guck mal, wie komme ich denn? Komme ich da jetzt hoch? Ah, ja, easy. Ah, guck mal. GG, easy. Soll ich dir was sagen? Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich bin. Ach, geh, guck mal hier. Wo schreibt ihr mich dann eigentlich an? TikTok. Ja, wahrscheinlich hier in Twitch oder so. Ich mach gerade übrigens harte Schläge. Ja, so super. Ich sag's ja nur mal so. Ups. OnlyFans Privatnachricht. Das Problem ist, das Sie bestimmt, dass ich jetzt gar nicht mehr weiß, wo ich bin. Ich kann dich schon wieder zurückführen. Okay. Ich wollte nur mal kurz gucken. Was? Er braucht das nicht mehr. Wir schon. Schandreck, das habe ich euch vergessen. Was denn? Bei mir piept. Hörgerät oder was? Ja. Ging oben. Weil ich ja duschen war, habe ich die nicht wieder reingetan. Und normalerweise ist das mit den Kopfhörern auch echt doof, weil die. Stimmt, Discord ist auch eine Option. Da können wir die auch schreiben. Entgegenpiepen vor sein. Ist der jetzt hier rumgelaufen? Nee, ne? Nee, also rein theoretisch ist der Weg jetzt wieder nach oben. Du hast jetzt diese Ecke erkundet. Gut. Nein, aber der Junge ist weg. Der wird so schnell nicht verloren gehen, glaub's mir. Ja. Du kannst immer schreiben. Einladung ungültig. Was? Was? Da sind aber alle eigentlich drauf gelandet über... Aber das mit einem Moment, Einladung ungültig, hatte ich letztes Mal auch, als ich... Geh mal nach da. Als ich auf... Achso, da ging... Nee, da liegt doch. Ja, alles gut. Mein Gamer-Auge. Als Anna das hier... Ach, begrenzte Einladung? Ich habe eigentlich ohne Begrenzung eingestellt. Doch, ich kann da auch nicht drauf. Okay. Auf den Link. Ja, sie macht das neu. Ich hatte eigentlich die Einladung eingestellt, dass sie keine Begrenzung hat. Vorsicht an der Kante, Junge. Aber das kann auch sein, dass Anna einen eigenen Link produziert hat.
als ich. Auf Annas Link habe ich letztens auch drauf gedrückt. Da kannst du auch auf unserem YouTube-Channel ist, oder bei Twitch selber ist es halt auch Discord verlinkt. Mit dem Link, den ich dann eingebaut habe. Nee, die habe ich. Das jetzt. Genau, du hast jetzt quasi so einen kleinen Abzweigung gemacht, aber es geht wieder geradeaus weiter. Nichts mit Open World. So, soll ich hier noch gucken? Ich glaube, da war der entlang gegangen, oder? Nee, ich muss jetzt eigentlich geradeaus, okay. Aber hier war ich jetzt noch nicht rumgegangen. Nee, da komme ich Schlagen. Später. Ja, macht er nicht. Was? Ach, ich habe auf O gedrückt. Entschuldigung! Sorry! Sollten wir hier drin sein? Ah, diese Truhe ist durch Runenmagie verschlossen. Finde und brechen sie drei Siegel. Na, da unten eins dieser Siegel. Holt Ruf. Jedes Mal. Eins zerstört. Da ist noch eins. Jens, du musst mal vernünftig machen bei Discord. Die Links laufen nach einem Tag ab. Das kann das ist schlecht. Man Kosten irgendwo einstellen. Ich habe jetzt einen neuen gemacht und baue das in Befehl ein. Discord. Ah, da oben. Ich habe es. Aber ich habe R5. Du musst die Axt. Kannst du die Axt werfen? Aber wie L2. Ging das? Ach so, warte. Und dann drauf zielen und dann. Ah, jetzt danke. Jetzt kannst du die Truhe öffnen. Ja, danke schön. Ich gucke mir das nochmal an, aber wie gesagt, mein Link bei YouTube dürfte eigentlich einer sein ohne. Hast du das eigentlich schon gespielt? Das Spiel? Nö, ja. Noch gar nicht. Ah. Das steht auf meinem Pile of Shame. Dein was? Mein Pile of Shame. Meine Pile? Pile. Pile? Walk. Hm? Heißt es nicht Walk of Shame? Das ist was anderes. Ach so. Aber Pile heißt. Den habe ich nicht, ich wohne hier. Aber Pile hast du. Pile heißt Stapel. Ja, was? Pile heißt Stapel. Achso. Das ist mein Stapel der Schande mit Spielen, die ich alle noch durchzocken muss. Gibt es eine Liste auf Shame? Nein, das nennt man Pile of Shame. Achso, finde ich doof. Ich finde List besser. Durchs Wasser gehen. Ich möchte den nicht töten. Ich sag euch das jetzt ganz ehrlich. Ich habe damit arge persönliche innerliche Konflikte. Keine Ausrede. Wobei, ich habe gerade zwei Wölfe einfach mal eben so abgeschlachtet. Eigentlich ist das eben schon vorbei. Was hast du eben abgeschlachtet? Ich habe zwei Wölfe abgeschlachtet. Das ist ja, eigentlich die hätten dich sonst gefressen. Hier geht es nur ums Überleben. So. Ja, bei ihnen halt. Kann ich meinen Bogen wieder haben? Bitte. Triffst du ihn denn von hier? Wir sollten näher rangehen. War das mit mir? Bin ich gemeint? Nein, 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 nein. Naja, aber es hätte schon gepasst mit ich muss nur die Tasten suchen. Du wolltest mich nie mitnehmen. Ja, red doch nicht, wenn du so weit weg bist, Junge. Es war an der Zeit. Verstehe. Ist hier irgendwas? Kann ich da durch? Nee. Ich untersuche. Nein, Mrs. Blöd ist 20 Jahre älter als der Herr Blöd. Was? Er steht halt auf die Älteren. Ach so. Dreh dich mal zu den Monstern vielleicht. Das hatte ich aber vorhin schon. Ja, natürlich, er hat sie ja nur gesagt. Ich glaube, ich kann die angesehen. Ich habe nur noch nicht mitgekriegt, wie. Was ist R2? Oh, was habe ich jetzt gemacht? Das meinst, ne? Probier mal das andere, was du eben gesucht hast, dieses R2 oder was? L2. Ne, L2 ist das halt immer noch das Werfen. Und L1 ist nämlich ein Schild. Das heißt, wenn du siehst, dass ein Schlag kommt, kannst du das machen. Okay, aber anvisieren habe ich noch nicht, ne? Das müsste, wenn dann R3 oder L3 sein. Wenn es das gäbe. Folge mir. Tut mir
Stand das denn da irgendwo schon? Stand mal? Da noch nirgends. Du musst diese Kette ziehen. Welche Kette? Die, die dezent leuchtet. Ach so. Das Spiel hört man nur auf dem linken Ohr? Ne, bei uns nicht. Der anderen dürfte das Stereo sein, oder? Honey? Ja? Wenn ich jetzt wieder O drücke, um die loszulassen, geht das Tor wieder runter. Mhm. Wie lässt Kratos jetzt die Kette los? Du merkst mein Problem. Warte. Dankeschön. Du hostet uns. Dankeschön. Ja. Warte. Du siehst. Ach. Ah, okay, warte. Ich glaube, ich weiß nicht. Musst du durch das ich Tor? Muss mal, sei mal ganz kurz ruhig, bitte. Stimmt, warum höre ich das Spiel? Ich sehe das Spiel auch nur auf einem. Stimmt, ich habe es auch nur auf einem Ohr, warum auch immer. Beziehungsweise, wir haben es nicht auf einem Ohr, aber es geht nur mit einem Ohr raus. Wir machen gleich mal eine kurze Pause und dann starte ich mal kurz also das Mischpult neu. Vielleicht hat das gerade eine Macke. Axt zurückrufen. Was ist denn narrensicher das Spiel gerade? Ich glaube, wir müssen hier lang. Darf ich da gucken gehen? Ich glaube, da kannst du wieder zurück. So, dann looten wir noch kurz die Kiste und machen dann die nächste Folge. Dich nervt das jetzt mit dem Ton. Ja. So, dann... Ja, wir sind aber auch bei 31. Ach so, ja gut. Dann sind wir mit der ersten Folge durch. Rika scheint ja doch relativ begeisterter zu sein als bei... Medium. Alles ist besser. Wir gucken mal, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Bis dann und auf Wiedersehen. Tschö, tschö. Bis bald.